Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Blumen. Es ist wirklich ein schöner Geburtstag heute. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, früher war unser Bild vom Alter und den Alten rasch gezeichnet. Durch Krankheit und Rückzug, durch Vergangenheit statt Gegenwart. Meine Mutter, die ist jetzt 87, hat mir gesagt, früher waren alle ältere Menschen ab 60, spätestens haben die nur noch schwarz angezogen. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber heute ist unser Bild vom Alter näher dran an der Realität. Alte sind, man kann es offen sagen, gesünder und gebildeter, aktiver und vielfältiger, so bunt und so unterschiedlich, wie Menschen im Leben nun einmal sind. Mir fällt dazu gerade in diesen Tagen noch ein wirklich guter Freund ein, der heute vor genau 3 Wochen gestorben ist, Hans-Christian Ströbele. Christian war 83 Jahre alt, als er starb. 20 Jahre, nachdem er mit 63 Jahren als erster Bündnisgrüner ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag errungen hatte, das er dann ja auch 4-mal in Folge verteidigt hat. Vor 5 Jahren erzählte er in einem Interview, er würde schon seit vielen Jahren gefragt, wann er denn endlich aufhöre mit der Politik. Das kann ich bestätigen, das fing schon bei der ersten Wiederwahl an, aber er ließ sich nicht beirren und ich fand, es war gut so. Seine Antwort war, ihr habt wohl ein gestörtes Verhältnis zum Alter. Für ihn war sein Alter kein Grund, sich aus der Politik zurückzuziehen oder gar aus dem Leben. Er war und er blieb ein Mensch voller Lebenserfahrung, Klugheit und Neugier. Und das zum Glück. Heute ist mein Geburtstag. Das wissen wir inzwischen. 54 bin ich heute geworden. So von daher, ne, sieht man es mir auch an, aber so. Ein bisschen liegt das Alter noch vor mir. Aber ich finde, Hans-Christian Ströbele hat uns gezeigt, mir jedenfalls, was Alter eben auch sein kann. Es ist ein gutes Stück Leben. Alter ist eben auch eine Lebensphase für viele und nicht mehr nur die Ausnahme für wenige. Eine Möglichkeit für Engagement, für vielfältige Erfahrungen, für persönliche Weiterentwicklung. Das ist es, was jedenfalls ältere Menschen wollen, selbstbestimmt, autonom und sicher leben. Und ich finde, das ist unser Auftrag als Staat und als Gesellschaft in der Politik und im täglichen Miteinander. Und es gibt viel zu tun auf den Baustellen unserer alternden Gesellschaft. Und darum passt der Titel der Veranstaltung wirklich sehr gut, finde ich. Politik in Bund, Ländern und Kommunen muss dafür sorgen, dass die Basis für das Älterwerden stimmt. Es ist ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass Menschen bis zum Alter von 90, 100 oder auch mehr Jahren selbstverständlicher und lebendiger Teil unserer Gesellschaft sind und bleiben können. Mit festen sozialen Kontakten, egal ob in der alten Wohnung oder in Heimen. Versorgt mit einer auskömmlichen Rente und würdevollen Pflege, wenn sie nötig ist. Ja, das sind große Baustellen, nicht erst seit Corona, aber wir sollten sie angehen. Wie unsere Bauarbeiten vorangehen, berichte ich aus 4 Baustellenbereichen heute. Dem Zusammenleben aller Generationen in den Kommunen, bei Bildung und Digitalisierung, beim Thema Einsamkeit und der Pflege älterer Menschen. Ich beginne im ersten Baustellenbereich mit einer Frage. Warum sind die Kommunen eine so wichtige Baustelle der alternden Gesellschaft? Ganz einfach. Für ältere Menschen wird ihr nahes Umfeld umso wichtiger, je mehr sich ihr Lebensumkreis verkleinert. Sie brauchen erreichbare und barrierefreie Orte. Eine gute Infrastruktur. Von der Apotheke über die Bank bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Orte und Einrichtungen müssen für ältere Menschen zugänglich sein und bleiben. Nun sehen wir aber, dass Kommunen in ihrer Infrastruktur sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Das betrifft auch ihre Möglichkeiten zur Umsetzung bei Seniorenarbeit. Einige finanzieren keinerlei Angebote für ältere Menschen, während andere eine ganz breite Palette anbieten können. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen sind wir in Deutschland, also gerade auch was Ältere angeht, weit entfernt. Um Kommunen bei ihren Herausforderungen zu unterstützen, fördert mein Haus das Modellprojekt Zukunftswerkstatt Kommunen attraktiv im Wandel. Da unterstützen wir 40 Gemeinden, Städte und Landkreise dabei, Demografie fest zu werden.
dabei ihre Gemeinde so attraktiv und lebenswert für alle Generationen zu machen, dass Menschen dort wohnen bleiben oder hinziehen, weil sie bis ins hohe Alter ihren Alltag selbstbestimmt und aktiv gestalten können. Liebe Zuhörende, von diesem Baustellenbereich führt ein kleiner Schritt zum zweiten, der Bildung und der Digitalisierung im Leben älterer Menschen. Hier müssen wir mit gestrigen Ideen aufräumen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr von wegen. Bildung bietet gerade für ältere Menschen riesiges Potenzial, um Neues zu lernen, sich persönlich weiterzuentwickeln, im Kopf und mit dem Körper auf dem Damm zu bleiben. Kurz, Bildung hilft, aktiver Teil der Gesellschaft zu werden oder zu bleiben. Dieses Potenzial jedenfalls hat auch die Digitalisierung. Und viele Seniorinnen haben das ja auch bereits erkannt. Fast jeder zweite Mensch ab 70 Jahren in Deutschland nutzt das Internet. Man kann sagen, jeder zweite nutzt es nicht, aber jeder zweite nutzt es. Und bei den über 80-Jährigen sind es auch noch gut jeder dritte. Gleichzeitig gibt es viele ältere Menschen, denen das schwerfällt. Darüber hätte ich auch mit Christian Schröble gern gesprochen, denn er war auch da rebellisch und wollte noch in diesem Frühjahr eine Initiative starten, um zu verhindern, dass die Digitalisierung ältere Menschen regelrecht abhängt. Und auch am Tag der offenen Tür in meinem Ministerium sagten ältere BesucherInnen, wir wollen keine QR-Codes, mit denen wir Broschüren herunterladen, wir wollen Papier in die Hand nehmen. Ja. Ich glaube, wir sollten beides zusammenbringen. Liebe Zuhörende, unsere Aufgabe im Seniorenministerium ist es, alle mitzunehmen. Dazu brauchen wir weiterhin analoge Angebote, Und die Digitalisierung darf nicht zum Ausschluss älterer Menschen führen. Und ich muss sagen, in einem Punkt habe ich mich inzwischen auch schon total alt gefühlt, nämlich als ich jüngst wieder am Bahnhof war, am Hauptbahnhof, da kann man nämlich die Wagenreihung jetzt nur noch mit einem QR-Code bekommen. Und ich jedenfalls war bei dieser QR-Code-Variante hoffnungslos überfordert. Ich hatte aber noch die Beine, die mir dann ermöglichten, den falschen Wagen zu verlassen und in einen anderen Wagen reinzugehen. Aber es ist natürlich für ein vernünftiges Bahnfahren, ne, einfach unmöglich. So. Und daher können Sie sich darauf verlassen, ich bin da an der Seite all derjenigen, die da einfache und barrierefreie Zugänge brauchen. Wir wollen allen digitalen Chancen zugänglich machen. Das meinen wir mit Teilhabe. Deswegen haben wir den Digitalpakt im Alter gestartet. Und dazu gehören 150 Erfahrungsorte im ganzen Land, in denen SeniorInnen digitales Handwerk erlernen können. Und 30 Plätze, die dazu einladen, smarte Anwendungen wie Staubsaugerroboter oder Smartwatches auszuprobieren. So. Also wir brauchen beides. Digitalisierung hat viele Vorteile, aber sie muss eben auch so gestaltet sein, dass sie barrierefrei ist und antidiskriminierungsfrei. Digitalisierung kann das Leben älterer erleichtern und sie kann sogar auch ein Weg aus der Einsamkeit sein. Damit komme ich zu unserem dritten Baustellenbereich. Einsamkeit kann in jedem Alter, in jeder Lebenssituation vorkommen. Corona hat sie noch verstärkt. Das hören wir von Menschen aller Altersgruppen. Wenn wir daran denken, bei Einsamkeit, denken wir ja auch insbesondere an die älteren Menschen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Zahlen vorliegen zum Thema Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere Jugendlichen, und die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Das Thema Einsamkeit ist dramatisch gestiegen als Problemthema, gerade auch unter Jugendlichen. 2014 und 2017 fühlten sich 9% der Menschen in Deutschland zwischen 46 und 90 Jahren einsam. 2021 sprang der Anteil auf 14%, also eine Steigerung um 5% von 9% auf 14%. Und ich finde das wirklich alarmierend. Wenn Menschen sich zurückziehen, wenn sie sich vereinzeln, wenn sie sich nicht beteiligen, dann ist das nicht nur für jeden Einzelnen furchtbar, sondern es reißt eben auch eine große Lücke in unsere Gesellschaft. Genau deshalb ist die Strategie gegen Einsamkeit eines der wichtigsten Vorhaben dieser Legislaturperiode für mich in meinem Haus. Seit Anfang des Jahres hilft uns das Kompetenznetz Einsamkeit, sie zu entwickeln. Gemeinsam wollen wir alle zusammenbringen, die sich gegen Einsamkeit einsetzen. Ein Einsamkeitsbarometer für Deutschland soll anzeigen, wie sich Einsamkeit in unserer Gesellschaft entwickelt und wer besonders betroffen ist, damit wir eben mal zuhören und nicht wegschauen bei diesem Thema.
Dazu gehören auch ältere Menschen. Ihnen kann es besonders schwer fallen, Einsamkeit aus eigener Kraft zu überwinden. Deshalb bringen unsere Programme des Europäischen Sozialfonds frisch gebackene RentnerInnen und Ruheständler gleich in Kontakt und vermitteln Engagement. Darum sind unsere rund 530 Mehrgenerationenhäuser so wichtig, in denen neue Beziehungen entstehen und auch wachsen können. Darum schafft das Malteser-Projekt Miteinander füreinander Besuchs- und Einkaufsdienste für Menschen im hohen Alter. Und das an rund 110 Standorten bereits bundesweit. Und weil sich Betroffene oft nicht trauen, ihrem Umfeld von ihrer Einsamkeit zu erzählen, ist es wichtig, dass professionelle und diskrete Hilfe erreichbar ist. Das kann die vertraute Hausärztin sein, das kann aber auch die Telefonseelsorge sein, die auch von meinem Haus gefördert wird. Liebe Zuhörende, noch etwas brauchen einsame Menschen. Sie brauchen uns alle. Sie brauchen echte Begegnung auf Augenhöhe. Menschen, die behutsam, aber eben auch beharrlich auf sie zugehen. Menschen, die ihnen zuhören und die sie respektieren. Wir alle sind gefordert. Das Füreinander-Dasein, die Sorgearbeit, sie geht uns alle an. Und damit willkommen auf dem vierten und letzten Baustellenbereich der Pflege. Wenn man an Alter denkt, dann denkt man ganz schnell nur an das Thema Pflege. Aber Alter ist eben viel mehr. Das stimmt aber andererseits auch, Pflege gehört dazu. Für die meisten von uns wird es im sehr hohen Alter eben dazugehören, auf Pflege angewiesen zu sein. Ende 2021 lebten in Deutschland rund 4,6 Millionen Pflegebedürftige, Tendenz steigend. Auch die Zahl der Menschen mit Demenz wird voraussichtlich steigen, das wissen wir. 4 von 5 Pflegebedürftigen werden aktuell zu Hause versorgt, meist durch ihre Angehörigen. Und so entspricht es auch dem Wunsch der meisten Menschen. Der massive Fachkräftemangel in der Pflege bedeutet auch, wir werden künftig noch viel stärker auf die Mithilfe von Angehörigen und von Nahestehenden angewiesen sein. Und darum setze ich mich als Bundesseniorenministerin dafür ein, dass alle pflegenden Angehörige und Nahestehende, ob jung oder alt, Mann oder Frau, künftig noch besser unterstützt werden. Im Koalitionsvertrag haben wir 3 konkrete Ziele vereinbart. Erstens wollen wir eine Entgeltersatzleistung einführen, damit pflegende Angehörige ein sicheres Einkommen behalten und nach einem langen Berufsleben und einer Pflegezeit dann eben nicht in die Armut abrutschen, wie es heute noch viel zu oft der Fall ist. Zweitens wollen wir Freistellung vom Beruf flexibler gestalten. Denn wenn die Schwiegermutter stürzt oder der Vater plötzlich einen Platz im Pflegeheim braucht, dann muss eben schnell gehandelt werden und gleichzeitig für die Zukunft geplant werden. Es soll weiterhin möglich sein, bis zu 10 Tage von der Arbeit fernzubleiben, um Pflege zu regeln. Und wir wollen mit der Familienpflegezeit möglich machen, dass sich Pflegende abwechseln. Drittens wollen wir den Angehörigenbegriff erweitern. Das heißt, nicht nur der Sohn, nicht nur die Schwiegertochter, auch Mitglieder aus dem erweiterten Familien- oder Freundeskreis sollen einen Anspruch auf Familienpflegezeit und Geld haben. Familie ist heute vielfältiger als früher. Und immer häufiger leben Familienmitglieder weit voneinander entfernt. Zur Jahreswende, ich glaube zum Beginn des kommenden Jahres, werde ich die Eckpunkte für ein neues Familienpflegezeitgesetz präsentieren und freue mich dann auf die Diskussion. Liebe Zuhörende, für die meisten älteren Menschen unserer Gesellschaft ist Alter tatsächlich ein gutes Stück Leben. Was wir dafür tun, das habe ich auf meiner Baustellenführung beschrieben. Wir ackern gemeinsam mit der Bundesregierung, mit den Ländern, mit den Kommunen, mit der Zivilgesellschaft, damit Alter ein gutes Stück Leben wird und bleibt. Die aktuellen Herausforderungen sind groß. Die steigenden Preise für Lebensmittel, für Gas und Öl sind für viele ältere Menschen eine zusätzliche, oft zu starke zusätzliche Belastung. Darum war uns beim 3. Entlastungspaket besonders wichtig, dass eben auch Rentnerinnen und Rentner dabei sind, dass auch Rentnerinnen und Rentner unterstützt werden. Ich bin überzeugt, wenn wir füreinander einstehen, wenn wir uns gegenseitig stark machen, dann stärken wir immer auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Und deswegen danke ich der Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir uns heute auf der Baustelle alternde Gesellschaft umschauen können und dass ich Sie ein bisschen herumführen durfte. Ich freue mich über die Impulse und auf die Diskussion. Ganz herzlichen Dank. So, Digitalisierung, oh, das klingt besser, ja. Ja, Frau Minister, ich hätte zwei Fragen. Schade, ich hätte so gerne mal wieder. Sie hatten das Thema Einsamkeit angesprochen und staatliche Hilfe. Und da würde mich interessieren, wo ist da die Grenze? Also Einsamkeit kann ja auch ein Teil des Lebens sein, aber wo sehen Sie da eine Grenze, wo der Staat intervenieren sollte? Also ich finde, in Deutschland haben wir einen schönen Begriff auch Alleinsein. So Alleinsein in der Tat gehört zum Leben dazu, aber sobald es eben in die Einsamkeit geht. So Einsamkeit ist ja eigentlich ein Gefühl, was eben ein nicht schönes Gefühl ist. Ja. Dann fängt es, glaube ich, an. Es ist wirklich so, dass mich das Thema umtreibt. Ich habe auch schon, bevor ich Ministerin geworden bin, intensiv immer mitgeschnitten die Debatte zum Beispiel in Großbritannien. Sie wissen, da gibt es ja ein Ministerium, das nennt sich auch Ministerium gegen Einsamkeit. Weil ich finde, das ist ein hochrelevantes Thema. Ich habe jetzt gelernt, dass auch die WHO daran arbeitet, dass es international ein großes Thema ist. Und ich habe gelernt, dass in Japan beispielsweise die Diagnose krankhafte, also problematische Einsamkeit, in Japan haben die Definition so gewählt, dass man, wenn man ein halbes Jahr lang seine Wohnung nicht mehr verlässt, dass das dann sozusagen Einsamkeit ist. Ich würde sagen, das ist mir zu lang. So. Sondern das fängt ja eben einfach viel, viel früher an. Ja? Und das Problem ist ja, wenn man sich eben zurückzieht und man kommt ja dann selber sozusagen da so ganz schlecht wieder raus. Deswegen glaube ich auch, müssen wir, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was kann man für wirksame Strategien machen, da geht es natürlich auch erstmal darum, dass Nachbarinnen und Nachbarn, dass Familie eben ne, eine Sensibilität dafür entwickeln, dass wir uns richten an das Umfeld. Aber ich glaube auch, das, was wir an Beratungsangeboten haben, da müssen wir nochmal schauen, wir haben ja ganz viele aufsuchende Beratungsangebote. Und vielleicht beim Thema Einsamkeit ist das nicht das Alleinige, was wir da brauchen. Vielleicht brauchen wir auch dass auch wieder mehr aufgesucht wird. Ja? Weil eben gerade beim Thema Einsamkeit es ja so ist, dass Menschen sich zurückgezogen haben, ängstlich sind und gerade diese Schritte wieder reinzugehen, offensichtlich ja nicht schaffen, weil sonst würden sie ja die entsprechenden Schritte gehen. Telefonseelsorge, ne, entsprechende Online-Angebote sind da, glaube ich, schon eine gute Sache. Aber das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander mehr aufeinander achten und dass wir insgesamt nochmal schauen, wie wir vielleicht zu mehr aufsuchender Arbeit kommen. Ich finde aber großartig, dass sich jetzt international auch die Wissenschaft darum kümmert und hoffe, dass eben wir mit unserem Kompetenznetz dann auch da anknüpfen können. Ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine zweite Frage. Sie hatten angesprochen, Entgeltersatzleistung für Erwerbstätige. Das scheint mir ja so eine Art Paradigmenwechsel zu sein. Warum ist der so wichtig für unsere Gesellschaft? Ja, weil Pflege eben zu Familie dazugehört. Und der demografische Wandel ist ja jetzt doch von allen soweit nachvollzogen, ja, und da braucht es eben flexible Lösungen in der Familie und eben auch unter Angehörigen, also habe ich ja gerade schon gesagt, der erweiterte Begriff. Menschen wollen zu Hause und selbstbestimmt leben können und deswegen muss eben auch das unterstützt und ermöglicht werden. Und dazu, damit es aber eben zu Hause passiert, braucht es eben auch die entsprechende finanzielle Unterstützung. Wir haben erlebt, wie gut das Elterngeld funktioniert hat, dass es eben wirklich dazu geführt hat, dass die Familiengründung
besser geworden ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser geworden ist, dass die Aufteilung sozusagen in klassische Rollen und so weiter so nicht mehr stattgefunden hat, dass eben eine andere Art, was eben heute gewünscht wird, von Partnerschaftlichkeit und Vereinbarkeit gelebt werden kann. So, und das hört aber ja nicht, haben wir eben nicht nur als Thema bei kleinen Kindern, sondern wir haben es eben inzwischen auch als Thema für alternde Menschen in der alternden Familie. Und dann sollten wir auch genau dasselbe ermöglichen. Wir haben gute Erfahrungen beim Elterngeld gemacht. Ich bin mir ganz sicher, wir werden mindestens so gute Erfahrungen machen, wenn wir die Entgeltleistung auch für die Pflege einführen. Ja, wunderbar. Haben wir noch Zeit für eine kleine Frage? Wunderbar. Eine letzte Frage, die ist persönlich, hoffentlich nicht zu persönlich. Wie möchten Sie gerne im Alter leben? Also ich glaube, wenn es irgendwie geht, dann werde ich eine WG suchen. Ich mache ja jetzt, habe ja in meinem Haus auch die Mehrgenerationenhäuser. Die Mehrgenerationenhäuser, ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch daran erinnert, war ja tatsächlich ursprünglich eine Idee von Ursula von der Leyen, wo sie sich auch vorgestellt hat, dass man zusammen in einem Haus lebt. Das ist es nicht, das Projekt, was ich jetzt habe, sondern das sind eher sozusagen vor Ort Familienzentren, Stadtteilzentren, wo eben alle Generationen sein können und man Räume mieten kann für Initiativen und so weiter. Das ist das Mehrgenerationen, das sind die Mehrgenerationenhäuser, die es jetzt gibt. So. Aber ich persönlich, ich werde nicht allein wohnen, wenn es irgendwie geht, wenn irgendjemand bereit ist, mit mir zusammen zu wohnen. So. Und ob es jetzt eben einfach eine Alten-WG ist oder eben ein bisschen breiter, da bin ich ganz offen. Ich weiß zumindest, dass Kinderlärm mir jetzt nichts ausmacht. Ich bin mir auch sicher, dass das im hohen Alter auch nicht so sein wird. Von daher hätte ich es, glaube ich, gerne gemischt. Und wenn dann auch noch Hühner oder anderes dabei sind, ich bin eben schon angesprochen worden, sowas finde ich einfach auch großartig. Ich komme vom Land, ich lebe jetzt gerne in der Stadt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich im Alter, wenn die Gruppe passt, auch gerne wieder aufs Land ziehe. Super, ganz herzlichen Dank.